Bro, ich muss ein bisschen auf Budget achten, ne? Bro! Bro, das ist wild. 1200 Euro, du Behinderter, Digga. Das ist ja... Fühl ich sehr. Ich zieh einfach nur noch das an, Digga. Find ich persönlich auch ganz geil. Wunderschönen, guten Abend. Ja, das ist Kiel. Guten Morgen. Stell dich mal kurz vor. Ja, ich bin der Kiel, gehe zurzeit noch zur Schule, bin 18 Jahre jung. Er ist übrigens über 18, also es ist vollkommen in Ordnung, dass er hier sitzt. Komme aus Wiesbaden und genau. Siehst du gerade, dass ich übrigens den Account von Jody benutze bei Epidemic, Digga? Das geht ja auch gar nichts an. Ne? Schön, dass ihr alle hier seid, Leute. Wir machen heute einen kleinen Shopping-Stream. Was läuft? Ich habe mir schon ein paar heiße Pieces gekoppt, unter anderem diese wilde Mütze, eben auf so einem Street-Market und diesen Off-White-Mundschutz, der ist gerade im Sale, sag ich mal, der geht gerade für 5.000 weg. Sau stark. Ich finde, das ist ein wilder Fit. Also ich find's saugeil. Ich find's echt nice, wenn ihr mal kurz auf einer Skala von 1 bis Scheiße bewerten würdet, wie ich aussehe. Ich find's super, Mann. Ich habe gesagt 1 bis ihr schreibt 2 von 10. Seid ihr eigentlich geistig behindert? Bro, cool. Aber ohne Witz, ich sag jetzt ehrlich, ne, das ist kein Scherz. Mhm. Von allen Caps wäre da jetzt nicht der Propeller drauf und nicht noch, was weiß ich, die Farbe. Ja. Ist eine Cap, die mir steht. Ich hab's noch nie gemacht, keine Ahnung. Deshalb subtechnisch müssen wir auf ein hohes Niveau kommen, dass wir uns auch was kaufen können. Finanzielle Unabhängigkeit ist halt das, wo ich hin möchte. Ne? Wenn ihr jetzt hier reinzahlen würdet, Leute, vielleicht kann ich irgendwann davon leben. Das wäre saugeil, Mann. Mhm. Bei ImmoScout gehen wir jetzt nämlich shoppen. Richtig, genau. Wir kaufen nämlich heute tatsächlich Immobilien. Nein, Spaß. Genau. Das mache ich morgen. Das war kein Witz. Beginnen wir doch erstmal, Leute, mit der ersten Seite, die ich mir raus... Kjell, du kannst auch ruhig ein bisschen hier rüberkommen, sag ich mal. Ich komme einfach hier ran, ne? Wir haben uns eine Seite rausgepickt, beziehungsweise die ich schon etwas länger verfolge. Manière de voir ist eine Seite, die, glaube ich, UK ist. Und die haben ziemlich coole Sachen. Schöner Name. Perfekt. Dieses Shirt hat zum Beispiel mir schon ins Auge gestochen. Sehr, sehr schön. Das ist übrigens Leonardo da Vinci. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Ja, das ist der, Kollege, der damals Supreme erfunden hat. Ich werde meine Zahlungsinformationen natürlich on-stream eingeben. Nicht. Bro, haben die Leute die Seite gecrashed oder was? Runter von der Seite hier missgeboten, Digga. Ich will mir ja was kaufen. Danke, Lea Sophie, für ein giftes Zeichen. Gucken wir doch mal ganz kurz. Wir gehen einfach einzeln durch. Oberteile, Hosen. Wir gehen da strukturiert an den... Ach so, okay. Du würdest es so machen. Strukturiert rangehen. Das bringt am meisten. Ich bin großer Cargo-Fans-Pan, Digga. Guck mal, die finde ich schon sehr, sehr geil. Und es ist auch gar nicht so... Guck mal, die ist aber auch dope, ne? Jetzt komm, warte, gehen wir... Aber die ist besser. Warum? Weil mehr Taschen? Weil, guck mal, weißt du noch die Weste, die wir vorhin gesichtet haben? Ja, würde passen, ne? Finde ich persönlich schon ganz geil. 52 Euro kann man auch gar nicht sagen, oder? Was sind 52 Euro? Digga, das ist ja wirklich für mich so verdient, sag ich mal. So, also ich kann das jetzt nicht. Es geht halt schneller. Es geht halt richtig, genau. Was auch schön ist, dass die unten nicht so eng ist, sondern ein bisschen weiter ist, weißt du? Ich habe mir gerade auch eine Cargo Pants an von Daily Paper. Die war aber deutlich teurer tatsächlich. Die hat, glaube ich, 150 oder so gekostet, ne? Der Daily Paper möchte ich gleich auch mal vorbeischauen. Einer meiner Favorites momentan. 53 Euro nehmen wir, Digga. Nehmen wir. Bist du jemand, der auch mal sich denkt, ey, komm, ich probiere mal was aus? Oder sagst du dir, ey, ich. Bro, ich trage sehr viel schwarz, to be honest. Ja, ja. Ich trage fast nur schwarze Sachen, Alter. Schön. Meinst du, ich finde weiß mal interessant. Ich finde es wirklich auch mal L interessant. Mit einer Schnalle? Auch mal L, auch mal die Schnalle, sowas, weil guck mal, du hast Ketten an, Silberkette, widerspiegelt sich alles da kommt alles. Also die weglassen, sagst du, und die nochmal in Weiß holen dazu? Ja. Haben wir zwei Hosen, sind wir bei 105 Euro? Würde ich sagen, das war's vom Top-Stream für heute, Leute. Das war's für euch, Leute. Ich würde mir gerne hier tatsächlich ein paar mehr Sachen kaufen, weil ich die Sachen wirklich cool finde, muss ich ehrlich sagen. Also ist so ein ganz kleiner Shop, irgendwie, glaube ich, über Instagram-Werbung sogar bekommen. Jetzt Dresses. Ich habe da nämlich ein... Digga. Perfekt. Ja, das würde ich auch. Ist aber eine Süße, ne? Lass uns mal ganz kurz Foodies gucken. Schnell. Ja, ist natürlich Only the Strong Survive, ist ja genau mein Motto, sage ich mal. Ich finde sowas, finde ich halt nice. Also finde ich... Das ist halt Peso-Kollektion letztes Jahr, ne? Ja, aber es sieht trotzdem cool aus. Du bist gar kein Fan von solchen Sachen hier, ne? Nee, da bin ich raus bei sowas. Aber da bist du eigentlich am Start, ne? Also, ich finde, so das ist ein geiles Outfit, Alter. Ja, es ist halt, ja, doch. Ne? Chat, was sagt ihr zu dem? Was sagt ihr zu dem, Digga? Der Chat, der wird da jetzt nicht mit einverstanden. Ja, der Chat ist absolut lost, was sowas angeht, Digga. Was sagt ihr, Leute? Findet ihr den gut? Nee. Ja, aber komm, das sind meine Spaltensicht. Ja, ist so. Welchen würdest du nehmen? Sei ehrlich. Also guck mal, ich persönlich würde sowas eher mehr tragen, aber ich würde den anderen mitnehmen. Den. Für den Fit, ne? Ja. Ich würde den in M nehmen und den würde ich eh was Oversize tragen, also in L. Jo. Finde ich übertrieben heftig, Mann. Mag ich sehr gerne. Super geiles Outfit, Digga. Dann packen wir die in L nochmal mit dazu, würde ich sagen, ne? Wir sind jetzt hier bei... Das geht schnell hier, ne? 200, aber das ist eigentlich für die ganzen Sachen ist das wirklich gar nichts, ne? Du hast da ein paar Sachen. Lass mal gucken, was die Neues haben noch so, ne? Der hier? Das war, glaube ich, auch der, den wir... Oder? Guck mal, 100 Euro, Digga. Also ich meine, man kann ja mal probieren. Wenn er gar nichts bringt, dann...
guck mal, ich weiß halt nicht, wie der... Es qualitativ sein, ist, ne? Genau, der kommt an und es könnte halt echt ein Zahnarschuh sein, ne? Schön ist der aber trotzdem, ne? Er sieht schön aus. Findet ihr Schuh gut, Chat? Was sagt ihr? Opa-Schuhe, Digga. Nee, ne? Nee, bin ich mir auch nicht so ganz safe. Ich mag ja auch die hier, Digga, ne? Also die hier, die grau und die Hose finde ich ja auch ganz geil. Aber ich weiß nicht, also ich würde es never zusammen anziehen. Du siehst halt aus wie so ein Arbeiter dann, ne? Siehst du aus, wie als kommst du gerade vom Bau, so. Ich habe ja 10 Jahre lang auf dem Bau gearbeitet. Mit René zusammen. Ich würde sagen, wir sind hier bei dem Shop durch, oder? Ich würde einfach erstmal bestellen, weißt du, da hast du jetzt erstmal ein paar Sachen. Ja, Mann, ich zieh mir das mal hier rüber, Digga, Knapp 300, glaube ich, ne? Komm, da hast du aber echt viele Sachen. Ich will Daily Paper mal auschecken. Ja. Das ist Amsterdam übrigens, Daily Paper, ne? Daily Paper geht mittlerweile so ein Acne-Vibe, merkst du das? Ja, aber es ist so, so ist ein bisschen too much manchmal, Digga. Das ist so zu clean. Guck mal, das sieht halt wirklich, also das sieht halt wirklich dope aus an ihm als Model, ne? Ja, aber das kann ich ja das White Boy halt nicht tragen. So, das ist halt, ne? Das ist unfair. Das ist unfair, glaub mal. Nee, ich gönne. Absolut. Weißt du, hast du noch deine Balenciaga Bag, die kleine, genau dieselbe Farbe? Die gelbe habe ich hier vorne noch, ja. Exakt. Mit der Weste halt, ne? Känguru-Tasche. Auch noch im Rahmen, komm. Nehmen wir mal mit. 120 Euro ist in Ordnung, finde ich. Schau mal, Daily Paper X Van Gogh, Digga. Habe ich auch. Oh, hast du gesehen? Echt? Boah, der ist geil, Digga. Der hier? Oh. Wobei Backprint da den Typen drauf. Das ist halt Van Gogh, ne? Muss halt nicht sein. Digga, ich finde das aber geil, muss ich ehrlich sagen. Aber von vorne hammermäßig. Wobei hat was irgendwie hinten das. Ich finde auch geil, hat Alter. Was. Ich finde den sogar besser als den anderen. Ist jetzt, ja, ne? Irgendwie von der Farbe. Weil der andere war ein bisschen. Doch, ich würde sogar den nehmen. Den hier, ne? Ja. Finde ich auch. Geiler Fit, finde ich, wirklich. Geil. Und auch sehr, sehr cool. Qualitativ ist das ein ganz guter. Daily Paper ist immer stark. Dann nehmen wir lieber den mit dazu. Digga, das ist ja auch wild eigentlich. Also ja, würde ich halt nicht tragen so. Aber ich finde es geil, Digga, also, dass die eine Kollektion mit Van Gogh gemacht haben, Bro. Ist auch halt geil, ne? Guck mal. Sieht auch clean aus. Das Geld kommt sowieso wieder rein mit den Immobilien. Ja, eben, das ist es ja, Leute. Also eigentlich ist es scheißegal, was ich hier heute ausgebe, ne? Kann ich jemanden grüßen? Absolut nicht. Grüß Finn Herkenrad, der gerade geschrieben hat, er will ein Kind von mir. Herke, Digga, es wäre cool, wenn du mal hier kurz 100 Saftgifts lässt. Finde ich halt geiler als Badehose, muss ich sagen, ne? Cleaner. Aber ist das eine Badehose? Eigentlich nicht, ne? Wahrscheinlich. Nee, das wird schade. Eine normale kurze Hose. Lass uns mal, das ist Daily Paper auch immer sehr starke Jacken. Mag ich ja auch sehr hier, ne? Geht halt so Richtung High Fashion, Digga. Die hab ich mir nur mal zu klein geholt, tatsächlich. Ist Cord, Digga, die ist Cord. Jacken, ich bin echt dumm. Digga, ich habe so viele Jacken, die habe ich, die Jacke hier. Eine sauwilde Jacke. Und die Hose habe ich ja gerade an quasi hier. Ja. Also Daily Paper auch immer reasonable, was Pricing angeht. Und Qualität wirklich super gut bei denen. Kann man nicht anders sagen. Das hier mag ich halt auch sehr, ne? Aber ich leider auch wieder, finde ich, kann man als Weißer, glaube ich, nicht rocken, Digga. Kannst du, glaube ich, schon. Aber ich glaube, du musst es halt gut kombinieren, wa? Also ich finde Daily Paper schon sehr spezielle Sachen so, ne? Aber auch ganz viele geile Sachen. Ich mag das hier halt sehr, ne? Aber es ist halt wieder, guck mal, das ist wieder ein Shirt, das hängt bei mir schon 20 Mal im Kleiderschrank, weißt du? Das hier finde ich dope. Farbe ist geil. Ja. Auf No-Homo-Basis ein sehr interessantes Model, finde ich. Ja. Digga, ich finde Gesicht, Augenbrauen, wild. Ja, wie sie einfach auch nur dunkelhäutig haben. Geile Motive aber, muss ich sagen. Ich glaube, ich suche mir davon auf jeden Fall eins aus, was mir richtig gut gefällt. Auf abstrakte Kunst angelegt. Daily Paper macht doch sehr, sehr viel mit der Kunstszene. Das sieht ganz krass aus, Digga. Ja, das ist so Symmetrie, ne? Nee, nicht Symmetrie. Doch, komplett, ist ja gespiegelt, guck mal. Komm, scheiße. Halt doch dein Maul. Ich finde das hier am geilsten. Medium kann ich mir auch so einpacken, ja, nehmen wir mit. Models. So, dann haben wir bei Daily Paper zwei Sachen. Ja, komm. Ist okay, wir mit. Sollen wir mal Farfetch checken? Farfetch, Junge. Die Travis-Schuhe, wo wir drüber geredet haben, sind halt schon wild gewesen. Bro, was sagst du? Philipp Plein-Schuhe, oder? Ist das ein Philipp Plein-Schuh? Ja, das ist natürlich Philipp Plein. Ganz, ich bin ehrlich jetzt zu dir. Wenn der nicht die Nieten hätte, wäre das und hier unten nicht über Philipp Plein stehen würde und nicht von Philipp Plein wäre, würde ich ihn kaufen. 900 Euro. Ja, okay, dann machst du nichts falsch mit, da hast du recht. Ich fühle sowas ja eher, ne, muss ich ehrlich sagen. Auch Philipp Plein. Wer trägt wirklich Philipp Plein unironisch? Digga, warte mal, ich habe jetzt ein Piece hier, du wirst ausrasten. Nee. Leute, das hier, imagine, ihr seht mich damit in der Stadt, ihr dürft mich schlagen. Bro. Der ist halt schon gut peinlich, Digga. Die finde ich persönlich immer noch geil. Ich finde sie geil, aber nur weil Givenchy draufsteht. Bin ich ehrlich. Favela. Kennst du ja, ne? Favela, ja klar. Find auch immer nice. Coole Sachen, nicht zu teuer. Fühle ja sehr. Die habe ich auch gehabt. Die habe ich einem Kollegen gestern geschenkt. Ja. Raus. Sold out. Machst du nichts. Ist das? Ja, das ist das von Peso inspiriert? Nein, das war auch aber im Video und ja? So. Ja, das ist ganz arm. Also soll ich das einfach tragen und lassen zu triggern? Ich würde es nicht machen. Jetzt wird es wirklich abgefahren, sage ich ganz ehrlich. Alter, das sieht doch schon ganz gewöhnungsbedürftig aus. Die haben wirklich verrückte Sachen, muss ich ehrlich sagen. Was kosten die hier? Da kommen jetzt auch alles in Yen halt, ne? Ja. Musst du halt...
Sollen wir mal Bräuninger checken? Ja. Geht mir auch direkt Feuer, ne? Richtig gut rein hier, ne? Das Shirt. Sieht geil aus. Heron Preston habe ich auch schon ziemlich immer wieder. Heron Preston haben aber auch coole Sachen. Ja. Echt. Das, da sehe ich mich in dem Tommy Hilfiger Shirt, sehe ich mich. Oder in dem Kenzo. Kenzo finde ich ganz übel. Ja, ja, das ist wirklich absolut unangenehm, ne? Das ist sehr unangenehm. Das ist so... Finde das hier wirklich geil. Ja, ich finde, Comme des Garçons ist leider raus. Ist nicht mehr, ne? Trägst du so Anzugshosen manchmal? Ja, hier sowas halt mal, ne? Sowas in schwarz, ein bisschen lockerer, weil das kannst du auch im Sommer... Und dann Balenciaga Speed Trainer, das bohrt. Wilde Schuhe, pass auf. Du wirst mich jetzt auslachen, ne? Ach, warte, pass auf. Die haben... Tiger hat jetzt was Neues unter Vertrag genommen. Zeig's mir. Preach, Digga, Preach. Ja, Mann. Preach, ja, kenn ich sogar von Namen, Digga. Die haben nämlich auch einen eigenen Shop und die haben auch United We Stand, We Fight Against Racism, erstmal geil. Coole und nice Hosen, Digga. Wirklich geile Cargo Pants. Die haben richtig, richtig geilen Mann. Ich war im Store und diese Hose hier, Digga, die sieht geil aus. Die ging mir so gut rein, leider hatten sie nicht richtig da. Das ist sogar auch mein Fall. Aber ich schwöre, Digga, sehr gefühlt, weil das ist so dieser Fallschirmshop, weißt du, was ich meine? So Leinen X irgendwas, keine Ahnung. Ja, doch. 1,87 Größe M, koppig. Nehme ich mit. Die kannst du mitnehmen, auf jeden Fall. So einen Schuh musst du dir holen. Einen Travis 1er, da machst du nichts mit falsch. Ist das Travis, ne? Chat, Travis 1er, jetzt einfach mal Travis 1er, also 1er Jordan, da bist du... Bist du eigentlich gut mit bedienen, ne, sagst du? Ja. Jetzt auf No Flex. Weißt du, was mein einziger Regenmantel ist? Ist ein, was war das? Helmut Lang. Helmut Lang, Digga, so, ich habe meine einzige Regenjacke, ist ein Helmut Langmantel. Okay, arschteuer wahrscheinlich. Für 800 Euro, ja, weißt du, was ich meine, Digga? Und wenn ich da draußen mit rauslaufe, Digga, Leute denken, ich mach Fashion Week, also, so, weißt du, was ich meine? Und ich fühle den hier auch tatsächlich. Bro, ich muss ein bisschen auf Budget achten, ne? Ich drehe ja gerade ab, Alter. Soll der Geiz. Ich würde sagen, wir nehmen die auf jeden Fall in M hier schon mal mit, so. Ich weiß nicht, ob ich den brauche. Auch geil hier, Digga, ne? Bro! Bro, das ist wild. Das ist wirklich, wirklich ein Bild. Ich finde hinten diese Farbe, dieses Bunte, das sieht sehr krass aus. Das sieht so aus, als wird so spiegeln. Muss man eigentlich zu der Hose dazu kaufen? Ja, stimmt, Digga. Jo, mitnehmen, klar. Das Ding ist auch, ich bin auch so dumm, ich glaube, die würden mir auch Sachen zuschicken, weil ich bin ja mit Tigger so im Kontakt, ne? Aber ist egal, ja, man kann auch mal für Sachen supporten, bezahlen, genau. Support die Locals, Leute, was soll denn der Geist? Tigger ist ja deutsches Label, ne? Ja. Digga, jetzt mal ganz normal Frage, kennst du Hand of God? Hand of God, ja. Nee. Hab ich mal gekoppt, ist so ein Hoodie mit so Löchern drin. Mit Löchern? So, wo so reingeschossen worden ist, mäßig. Also war ein auch komplett Loch, oder? Also sieht wirklich man dann Loch, man konnte Nippel durchsehen, echt? Und so. Jeden das Seine. Okay, das, da bin ich raus. Pass auf, wir haben jetzt 300 da, 200 hier, 200 hier, also insgesamt so... Ja, 740 Euro. Oder? Ja, das ist noch in Ordnung, okay. Soll. Jetzt lass mal nach Schuhen gucken, Digga. Ja. Stock X, meine Empfehlung des heutigen Tages. Mhm. Weiß jetzt nicht, was dein Budget mäßig ist. Gib die Travis, mal, ne? Gib mal einfach erstmal einen Travis Scott einfach auf. Also ich kann ja mal, guck mal, das ist der ganz neue, der rauskommt, das sind 270er Air Max. Finde ich persönlich interessant, aber... Sind das aber neue, ne? Die sind neue, finde ich nicht geil. Den habe ich halt und gefühlt, der, ne? Der, also den würde ich an deiner Stelle einfach mal sagen, komm. Ich kaufe mir keinen Schuh. Jetzt, ich kaufe mir keinen Schuh für 1200 Euro, du Behinderter, Digga. Das ist ja... Oder mach dir ein anderes Angebot, dann gehst du jetzt nochmal oben auf Kleckt und dann kaufst du den jetzt einfach bei Kleckt. Welcher? Der hier? Nee, der Ben Jerry, Digga. Bro, what the fuck? Digga, wer zahlt denn dafür? Geben. Ja, Retail wieder 100 Euro, ne? Zack, kommt der raus. Wenn du den bekommst, hast du einen Düsenjäger Plus gemacht. So schnell geht's. Aber da, ich, also das ist eine Frechheit, so ein Schuh, finde ich. Also das kannst du ja nicht machen. Der hat ja Haare. Ja, ist ja so. Digga, ist halt wirklich so. Nee, Digga. Gib das mal einen Travis. Der ist so ein bisschen, beige. Ja. Der sieht, Digga, kannst du mal einfach sagen, komm. Nee, Alter, ist es nicht für mich, wa? Du kannst aber auch Swoosh ändern, ne? Dass es nicht so metallic ist. Ja, Digga, trotzdem. Die fühle ich, muss ich sagen, fühle ich nicht. Den Schuh an sich ja, aber nicht in dem Colorway. Den finde ich halt wild, und ne? Und ist auch nicht so teuer. Kann man den nicht mal vernünftig hier sehen, Alter? Gibt's da immer nur ein Bild von? Bro, mag ich sehr, ne? Was sagt ihr dazu, Leute? Besonders? Schmutz? Nee. Ja, komm, das Spray, aber da kommt ja aus nichts, Mann. Komm, aber im Nebel ist cool, oder? Paluten hat den Ben & Jerry's Schuh. Imagine Paluten. Paluten läuft damit rum. Ja, 1-3. Der wird ja nicht rumlaufen. Geil. Die hab ich. Bro, wirklich jetzt? Also nicht in den Colorway. Fühl ich sehr. Ich zieh einfach nur noch das an, Digga. Digga, no joke. Auf so Fitnessstudio Dusche. Okay, ja. Der Schuh ist raus, Leute. Tut mir leid. Boah, Digga. Boah, finde ich geil. Ist das denn der hier? Ja. Fühl ich, Alter. Fühl ich. Das ist ein wilder Schuh. Kann man nicht anders sagen. Wieso? Digga, kann das mal vielleicht hier... Für 69,90, Leute. Nehme ich mit. Komm, das ist eine gute Seite. Die sieht gut aus. Ja. Die ist just safe. Just do it, Digga. Just do it und just do it. Gib her mit deinen Kreditinformationen, Bro. Finde ich wirklich, wirklich geil, Digga. Finde ich wirklich, wirklich geil. Hier, Chat ist auch so. Ja, okay, den.
Ist das hier eine Safe-Seite? Was ist das für eine Größe, Digga? 43,5 brauche ich. Dann brauchst du eine. Dann brauchst du eine 9,5. Sicher? Jo. Fresse, Alter. Ich kenne mich da raus. Was sagt ihr? Guck mal beim Marc Gebauer. Was sagt ihr zu dieser Uhr hier, Leute? Findet ihr die geil? Ich finde Preis ja, muss ich halt ganz. Vorhin, aber ich fand die für 59, die du auch schon im Warenkorb hattest jetzt, also wo, die fand ich persönlich ein bisschen halt. Ist halt geiler, oder? Ja. Oh, die ist dope, die ist geil, Leute. Was sagt ihr? Die wäre 9.6. in 3 Tagen wie die da. Hä? 90.000? What the f? Ist doch voll in Ordnung. Was? Chat sagt nein, seid ihr behindert? Warum keine Rolli, Digga? Rolex, also tut mir leid, Digga. Also wer heutzutage eine Rolex trägt, tut mir leid. Finde ich persönlich sein. Auch ganz geil. Aber müsst ihr mir sagen, was ihr davon haltet, Leute? Das sind halt Rainbow. Ja, ich würde erstmal 2 bestellen, nochmal wegen Größe irgendwie, weißt du? Dass das passt, normal, ne? Ja. Ich finde es auch, Digga, du musst überlegen, das Band, ne? Das Band, Digga. Ist Gummi. Das Band ist Gummi, aber die Uhr kostet 600.000, Digga. Also wer Uhren auf Farfetch kauft, ich lost. Keine ah, nee, kann ich nicht. Ich muss morgen noch 8 Immobilien kaufen. Dann muss ich bis nächste Woche mit warten, Leute. Dann stelle ich das zurück. Und Leute denken, es wäre Spaß. Jetzt brauche ich noch irgendwas, einen schwarzen Schuh, Digga. Einen nice schwarzen Schuh. Fühl ich ja den du gerade anhast, ne? Oh, der ist auch geil. Das ist auch ein 6er Travis. Den finde ich wirklich geil. Chat, was sagt ihr? Soll der geil sein, ne? Was ist Y? Alter. Was ist das, Japan oder was? Das waren Kinderschuhe, Digga. Wir sind lost. Todeslost. Also da müsste ich mir aber dann noch das Auto folieren, wenn ich ehrlich bin. Ja, aber das kannst du halt echt, das ist wie ein Spiegel, den du auf dem Fuß hast, Digga. Ich überleg gerade mit dem Olivgrün, ne? Bin ich ehrlich. Aber das kommt, also ich hatte den schon mal echt in der Hand und der ist fresh. Und der ist Wildleder, ne? Stressig zu pflegen, finde. Ich sag's dir ja, so, den versau ich. Nee, Digga, da sehe ich vielleicht doch eher einen Speedrunner, ne? Den fand ich ja immer noch auch noch geil. Der wird so schnell dreckig und den kannst du nicht sauber machen. Finde ich die warum geil? Stresst der so? Ich stress ja gar nicht. Ich möchte einfach nur, dass schön aussiehst. Dass ich f***ing Geld ausgebe, Alter. Nein, ich will einfach, dass du gut rumläufst. Das ist so auf Fetisch angelehnt, ne? Ganz oh, schön. Guck mal hier, auf billigen Ferrari angelehnt. Ja. Ja, kannst du ja einfach ein neues Auto holen dazu. Nee, Digga, das ist nicht meins. Das ist nicht meins, was? Das ist nicht deine Welt. Ja. Das ist schade. Also dann kommt jetzt mein Call. Mhm. Da möchte ich auch kurz mal den Chat jetzt auf meiner Seite haben. 6er Travis mitnehmen plus Speedtrainer. Wie Monte so schön sagt, bricht dir doch kein Zacken aus der Krone. Das stimmt schon, ja, da hast du recht. Fühl dich eigentlich, ne? Aber wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, welchen du geiler findest? Ja, dann auf jeden Fall den. Ja, guck, merkst du selber, ne? Boah, mag ich schon, ne? Aber weißt du, was die einzige Frechheit daran ist? Mhm. Der Preis. Absolut, 900 Euro ist also schon. 900 Euro ist schon eine große Hausnummer. Hat Justin sogar auch so einen? Genau den. Kann sogar sein. Digga. Aber nein, ich weiß nicht, ob er genau den hat. 6er oder Dior? 6er oder B22? Ich würde eine 6 reinschreiben. Ich glaube, ich bin auch beim 6er. Den lasse ich mir auf Knacks vielleicht nochmal was anders raus. Den finde ich wirklich geil. Okay. Auf Teil 2 angelehnt. Den 6er, komm, den nehmen wir auch mit jetzt. Was ja, jetzt Paul. Der neben dir, wenn man Justin auf ihn fischt. Eine 600 Euro Badehose fühle ich aber. Die hat Justin. Mhm. Oh. Uff. Aber von hinten sehr geil. Wie teuer? 900. Finde sehr wild, Mann. Die tue ich mir mal auf Liste. Ohne bis 350 Euro. Muss ich mir holen, finde ich geil. Digga, ganz, ganz nice. Ich habe die Jacke ja schon. Meines Erachtens ist der beste Korb. Über wirklich nice. Wirklich, wirklich nice. Die kommt in den Warenkorb. Ich nehme sie einfach in L. Ich habe Rabattcode für Farfetch. Halt's Maul noch dazu. Oh. Ja, geil, Junge. Let's go, Alter! Sehr schön, Leute. Das war ein guter Kopf zum Ende. Kann man nicht anders sagen hier. Dazu noch die passende Hose, oder? Die Hose finde ich zum Beispiel jetzt nicht so geil. Ich auch gar nicht, Digga. Du wirst so darin schwitzen, Diggi. Neighborhood, Leute, einer meiner Favorite-Läden. Gibt's auch nur japanisch. Digga, die haben wirklich geisteskrank geile Sachen. Noch nie jemand in Deutschland mit Neighborhood großartig rumlaufen sehen, tatsächlich. Außer in Berlin. Das Shirt kostet 218 Euro. Aber auch immer nur sehr, sehr limitiert und super schwer ranzukommen, ne? Boah, Digga, warte mal. Eigentlich, also klingt jetzt ja, dumm. Ist Tonbeutel, oder? Klingt sau dumm, aber mag ich halt, ne? Also. So, Digga, jetzt noch eine ganz wichtige Sache. Die beiden wollte ich mir in die Wohnung stellen. Die haben hier welche vom Darth Vader, Digga. Guck mal hier, Bro. 20.000? Digga, was der kostet? Der kostet 20.000, diese Statue. Also nochmal, ich überlege halt wirklich die. Ich komme an die Carves Original Beer Bricks, käme ich gerade ran. Extrem geil. Maybe sogar tatsächlich den hier. Den finde ich am geilsten, muss ich sagen. So, ja, wenn ja, die stehen, sind halt wirklich so, ne? Und die stelle ich mir dann in die Wohnung. Finde ich saugeil. Dadurch, dass Drake den hier so kleine Video hatte, ist der Preis so komplett hoch, Digga. Bro. Ich muss dich jetzt verabschieden, ja? Unangenehm, Digga. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Also das mit Farfetch freut mich am meisten, Mann.
Das war wirklich ein geiler Kopf. Das war's von meinem Fashion Pack Shopping Stream. Ich glaube, insgesamt lagen wir bei. Ach, keine Ahnung, hier ist der Endbetrag. Bis gleich. Hier ist der Endbetrag. Oh Gott. Arschgeil. So. Was sagt ihr zu der Hose, Leute? Soll ich die kaufen? Findet ihr die geil? Auf Ritter angelehnt, oder?